Welches ID wird gescannt? ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Mann, da muss man echt viel prüfen, bevor man hier loslegen kann. Und damit heiße ich euch auch herzlich willkommen hier zurück zu Death Stranding. Es geht weiter, immer noch ohne BB, wie ihr seht. Tja, mal gucken, wann das da weitergeht. Also, wir haben eine Lieferung nach... Was ist das? Wer ist das? Ach, die Robotikerin. Ah, okay. Okay, was kriegt die denn? Lieferung einer Hochleistungsfeder. Ja, dann ab dafür. Starten wir das Ganze mal. Robotikerin, okay. Waffen. Neu. Sturmgewehr und nicht tödliches Sturmgewehr. Habe ich ja noch nie benutzt, ne? Was habe ich denn eigentlich mit? Kann ich das jetzt schon einsehen? Ich weiß das gar nicht, ob ich irgendwas brauche. Ich lasse das erstmal. Ich kann mir sonst noch was holen. Ich glaube, ich müsste noch ein bisschen was dabei haben. Ein Fahrzeug. Ja, nö. Brauche ich jetzt auch nicht. Ach, ich muss ja bestätigen. Ich muss ja nicht zurück. Fahrzeug. Nö. Brauche ich nicht. Kriege ich bestimmt irgendwo, wenn ich eins brauche. So. Bestätigen. Genau, ich habe noch ein Kletterseil und ich habe noch die Bola Gun. Und die Stiefel, die gehen ja auch noch. Na gut. Das sollte doch erstmal reichen dafür. Auftrag zugewiesen. Ich kann ja mal gucken. Das habe ich ja sonst auch immer gemacht. Ob wir nicht eventuell kombinieren können. Nö, okay. Warte mal, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Privater Spind, vielleicht habe ich da noch irgendwas, was wir vielleicht benutzen können. IX-Granaten, noch so ein Kletterseil, eine Leiter, Blutbeutel. Okay, das sind die Hochleistungsfedern. Das ist nicht nur ein, sondern ein paar mehr. Wisst ihr, was ich mir auch mal so vorgestellt habe? Wenn man sich jetzt mal vorstellen würde, wenn es jetzt gar keine Probleme mit Fahrzeugen geben würde, hier, wie schnell man hier dann von A nach B kommen würde. Ich meine, wenn alle hier Straßen gebaut hätten, guck mal, hier haben wir ja auch ein Fahrzeug nach dem anderen, dann wäre das doch eigentlich relativ easy. Ja, Fahrzeug benutzen. Fahrzeug schlagen, da steht ein rotes. Ich sage, hier sind genug Fahrzeuge. Das meine ich. Das wäre doch easy, wenn man wenn man diese Probleme nicht hätte. Also wäre schon praktisch, wenn es so kleine Wege geben würde. Aber das hast du hier nicht. So, jetzt muss ich auch ganz schnell mal gucken, wo ich denn hin muss. Ach so, da hinten. Tja, dann müssen wir aber erst damit auskommen, Sam. Ohne Lou, wie du sie nennst. Jetzt fängt das nochmal an zu regnen. So. Ja. Deswegen nehme ich eigentlich keine Fahrzeuge mit. Es sei denn, hier stehen welche. Dann kann man sich die mal für einen Kurztrip leihen. Das weiß ich nicht. Schneit, sehr schön. Ist genau das Gleiche, ist schlecht, aber... Ja. Freunde! Boten. Sehr gut. Ich dachte zuerst, das wären böse, aber die sind ja gelb. So, jetzt können wir hier ein bisschen Speed-Modus benutzen. Also im Schneegebiet macht Spaß damit zu fahren. Das ist schon mal Fakt. Das funktioniert wunderbar.
und so in den ersten Cutscenes, ich habe noch mal reingeschaut so in den Anfang von meinem Projekt. Und da fährt es dann ja auch durch diese Prärie. Ja, weiß ich nicht. Wenn man sich das mal... Was war das denn gerade eben? Verlorene Fracht, kann ich die so mitnehmen? Nee, ich muss dafür aussteigen. Komm, nehmen wir die auch mal mit da. Ja, fast erreicht. Gut. Frachtmenü öffnen. Wie geht das noch mit... Ah, genau, mehrere auswählen. Und dann... Achte, umladen auf X. Da muss man erstmal wieder reinkommen in diese ganzen Menüs und so. Da ist er richtig. Ja, nur doof. Zur Hölle auch das war. Oh, geht dies. Gar kein Bock auf euch. Egal, ob die mir jetzt hinterherkommen. Ach, bleib doch nicht hängen an diesem kleinen Stein, verdammt. Sam. Das hat gelangt. Sehr gut. Ich bin auch voll geschneit. Da ist jetzt aber auch die Frage, wenn der Schnee so im Gesicht ist, ne, müsste er theoretisch eigentlich negativ sich auswirken, ne? So wie der Regen. So, erstmal die verlorene Fracht abgeben, auch wenn es nicht der richtige Ort ist, ist egal. Das kann das Netzwerk machen, dafür ist es da. Oh, du hast es geschafft. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Ganz ehrlich. Wie man hat, bist du der Ansprechpartner für das chirale Netzwerk. Kann ich nach Vertragsabschluss wirklich auf eure Baupläne und so weiter zugreifen? Ich will meine Forschung mit allen teilen. Ihre Arbeiten haben mir genutzt, deshalb soll meine Arbeit auch ihnen nutzen. Lass mich ein Teil der UCA werden. Sitzen wir wohl in einem Boot, Sam.
Ich würde dich gerne herumführen, aber hier sieht es gerade schlimm aus. Danke, Sam. BB-28 scheint auf dem Weg der Besserung zu sein. Seine Bindung zur anderen Seite wird stärker, wie von uns erhofft. Die Krämpfe und Spasmen haben auch nachgelassen. Ich weiß, ohne ein BB ist es hart da draußen, aber du musst den guten Kampf fortführen. Genauso wie das Kleine. Genauso wie BB-28. Sam, wir haben einen Auftrag von einem neuen Kunden. Sieh ihn dir auf dem Terminal in Mountain North City an. Und zwar schnell. Anscheinend braucht jemand Medikamente. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügt. So, jetzt kommt die richtige Lieferung. Ja, natürlich wartet auch schon wieder ein wichtiger Auftrag auf mich. Wie soll es anders sein? Hey, nicht so unfreundlich eben. Warst du anders drauf? Gut behandelt, danke. Da bist du ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Aber zufrieden. Ich schätze, das ist weder das erste noch das letzte Mal. Man kann halt nicht alles alleine machen, oder? Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen. Naja, es kommt drauf an, ne? Es kommt drauf an. So, verlorene Fracht liefern. Ich hätte beides anklicken sollen. Fracht wird geliefert. Ausrüstung herstellen, leuchtet da auf. Was haben wir denn da? Oh, das ist das maßgefertigte Aktivskelett der Robotikerin, oder? Auf Bergpfaden ist es sicherlich hilfreich. Und bestimmt auch auf jeder holprigen Straße. Okay, könnte man also gebrauchen. Gut. Gibt's noch irgendwas, was ich mir nehmen kann? Nö. Vielleicht wären ja neue Schuhe drin gewesen. Recyceln. Nie will ich eigentlich nichts. Aufträge annehmen. Mountain North City. Da soll ich hin. Wie kann ich eigentlich den Auftrag... Warte mal. Ich könnte theoretisch den und den mitnehmen. Ja, 31,6 Kilo. Machen wir das doch mal. Leider... Was war denn nochmal ein TCK? Ich hab's total vergessen. Warte mal, kann ich mir nicht das Briefing... Da kann ich mit bauen, ne? Ich muss das mal irgendwann mal mitnehmen. Aber ich denke mal, ich komme mit dem, was ich jetzt hab, aus. Und auf dem Rücken. Gib auf dem Rücken. Das ist doch ein bisschen viel. Ja, muss so. Aufbrechen. Na dann, frohe Reise, ey. Scheiße. Auftrag zugewiesen. Ich kann nicht... Ja, gut, ich kann so viel tragen. Alles schick. Danke, dass du mir die Daumen drückst. Finde ich sehr gut.
Ja, und ich bin der Kronka. Hallo und herzlich willkommen. Mountain Not City. Da ist jetzt die Frage, hier ist auch Mountain Not City, oder? Da hätte ich hin müssen. Da muss ich jetzt hin. Ja, hätte ich mir sparen können. Egal. Ich habe ja gar keine Akkus, die ich aufladen kann. Ich habe ja schon lange nicht mehr diese Schuhe da. Was ist eigentlich da mit dieser Mülltonne? Warum ist die, da so hervorgehoben? Natürlich jetzt durch das Schneegebiet ist natürlich irgendwie eine dumme Idee, ne? Weil wegen Zeitregen, Zeitschnee. Wenn man sich das mal vorstellen müsste mit dem Zeitregen und dem ganzen Gedöns. Lässt sein Auto draußen stehen, Alter, im Zeitregen, zack, ist es weg. Weg vergammelt. Ja, die haben jetzt auch gefehlt. Ohne die Verbindung mit Bibi habe ich da ein paar Schwierigkeiten mit. Und da muss ich hin. Ja, vielleicht gebe ich den einen Auftrag einfach auch ab. Mal gucken. Stopp, 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 stopp. Halt, 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 halt. Gut, dass hier so ein Fahrzeug stehen tut. Da der Arzt? Ne, das ist das Fenster hinten. Da ist der Arzt. Ne, ja, genau, da muss ich hin. Kollegen, lasst mich mal ganz kurz in Ruhe. Ich habe gar keine Zeit für euch. Du hörst schon, hinter mir herkommen. Also vorher war man so vorsichtig, ne? Ist der jetzt hinüber? Na toll. Hoppla. Egal, ist so. Auch die Ware hat schön geblinkt. Das kann
Ich bin gleich da, oder? Nee, bin ich nicht. Wie weit ist denn das noch? 270 Meter. Ah, das geht ja eigentlich. Entspannt. Machen wir auf entspannt. Ach ja. Na, durch den Schnee geht die Ware sowieso kaputt. Ihr seht ja selbst, wie zerrostet die Kanister sind. Die Behälter. Das war zu glatt. Obwohl gelb. Gelb geht noch. Gut. Da ist doch der Arzt, ne? Liegt hier denn? Ich nehme das einfach mal mit. Ganz kurz was an der Fracht machen. Was will der Arzt haben? Das hier. Oh, ist das so schwer? Anscheinend ja. Warte mal, wie schwer ist denn das? War 30 Kilo? Ja, okay, ist Ersatztreibstoff, ne? Ich meine, habt ihr mal einen 20 Liter Kanister getragen? Das ist schon nicht ganz ohne. Und dann ist er da ganz oben drauf. Das kann ich eigentlich auch mal machen. Das haben wir auch schon ewig nicht mehr gemacht. Und zwar die Fracht automatisch richtig anordnen. Dann habe ich das Problem auch mit komischen Gewichtsverlagerungen nicht. So. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Jetzt eine Leiter haben, ne? Ich sehe gar keine, ne? Doch da unten, das müsste aber noch meine sein. Na, Sam, hallo? Alles gut? Wie einfach mal. Scheiße. Also es soll ja auch ein zweiter Teil rauskommen, ne? Also ich bin mal gespannt, was sich da groß verändert. Beziehungsweise es macht ja Spaß, ne? Das ist ja fast wie Landwirtschaftssimulator oder sowas. Das spielt man einfach, wenn man richtig Bock drauf hat. So. Okay, gut, du hast hier auch eine Story, also so ist es ja nicht. Der Arzt. Einwohner 2. Lass dir Zeit, sagt er.
Ja, alles gut. Liefern, verlorene Fracht liefern. Alles anvertrauen. Fracht wird geliefert. Schäden zu erkennen. Vernachlässige deine Gesundheit nicht. Gute Arbeit. Neuer Auftrag. Welche Gesundheit meinst du denn, dass ich so schwer auf dem Rücken tragen muss? Zur liefernde Fracht anvertrauen. Soll jemand für dich eine Standardlieferung erledigen, kannst du die Fracht in einem Gemeinschaftskasten ablegen. Entscheidet sich ein anderer Bote, dir zu helfen, bringt er die Fracht ans Ziel, wo sie in einer nahen Lagereinheit aufbewahrt wird. Ja, das möchte ich machen. Zack, 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 zack. Was ist das? Medizinische Instrumente. Das will alles der Typ wieder haben, ne? Der hat ganz schön viel geordert. Meine Fresse nochmal, ey. Ja, will er das nicht machen? Ich wollte gerade sagen. Bestätigen. Das war irgendwie gerade so, als wenn das nicht gehen würde. Ich habe da auf den Befehl gewartet. So, das haben wir erledigt. So kann man es auch machen. Teamwork, Freunde, Teamwork. Nimmt meine Aufträge an. Wenn es denn da draußen noch Leute genug spielen, ist die Frage, ne? Das ist auch mal so ein Ding. Ich meine, hier verändert tagtäglich sich was. Also ich habe ja schon echt viel Zeit quasi verbraten in dem Ganzen. So, Standardaufträge zur Robotikerin. Mountain Not City, das kann ich machen. Da muss ich jetzt hin. Machen wir, machen wir, machen wir. Immer her damit. Und diesmal, glaube ich, nehme ich eine Leiter mit, weil ich mache mir das jetzt einfach. So, habe ich die Leiter mit? Warte mal, das kannst du am Anzug befestigen. Und zwar linkes Hüftenbein. Eigentlich wollte ich noch eine Leiter mitnehmen. Damit ich mir das jetzt gleich ein bisschen einfacher mache. Lieferparameter, Gemeinschaftsbriefkasten, Fracht nehmen. Was haben wir denn hier? Da ist eine Leiter, die nehme ich doch gerne. Die kannst du mir eigentlich gerne am Anzug befestigen. Andere Beinseite. Geht ja jetzt. Da ich ja das Exoskelett nicht mehr trage und aus irgendeinem Grund auch die Schulterpanzer nicht mehr. Na, 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 wir wollen doch nicht schon wieder umkippen, Sam. Wacheneinschränkung aufgehoben. So, das sollte ja theoretisch funktionieren, ne?
weiter platzieren. Natürlich auch mit dem TCK eine Brücke bauen. Ich glaube, dafür sind die da. Wie da zum Beispiel. Das nächste Mal, wenn ich hier langkomme oder dem Arzt was bringen muss, dann mache ich das einfach mal. Da muss ich auch mal Sachen sammeln, damit ich die Brücke auch bauen kann. Was snacken. Ja, Bibi ist nicht dabei, aber wir gehen trotzdem mal durch. Sagt auch nichts dazu. 300 Meter ungefähr, ne, trennt das die beiden Orte voneinander. Ach Gott. Ich glaube, ich muss mir mal wieder so eine mechanischen Beine holen. Die waren schon gut. Die waren echt wirklich gut. Also dann, ja, kann man ein bisschen wertschätzen. Aber das, was ich eben auch sagen wollte, ist, ja, ich habe ja echt viel Zeit da verplempert, ne? Ich habe ein bisschen was anderes vorgezogen und das ein bisschen beiseite gepackt. Vielleicht war auch nicht mehr so die Motivation da, erstmal ein kleines Päuschen davon zu machen. Wenn man dann doch sieht, wie viele Veränderungen hier immer kommen, also spielt das da draußen doch der ein oder andere. Ändert sich unser Anzug farblich, wenn wir in Schnee gehen? Oder sieht das nur so von den Lichtverhältnissen aus? Nee, jetzt haben wir doch ein Weib. Octocamo oder was? Der Kojima. Geschafft. Da haben wir in einem Part doch ordentlich was erreicht. Er nickt nur, ist bewaffnet. Aber ich wusste nicht, dass hohle Bildchen gefährlich schießen können. So, Lieferung, Fracht liefern. Und bitteschön. Danke, Sam. Ohne dich wäre Mountain Knot City nicht Teil des chiralen Netzwerks. Jetzt können wir den UCA endlich etwas zurückgeben. Tut uns leid, dass du dich so abmühen musstest. Wir sind dir zutiefst dankbar. Wow, wie hast du es so schnell hergeschafft? Du beeindruckst mich immer wieder. Ja, es ist jetzt auch keine Strecke, ne? Mein Freund. Weißt du, wir waren die meiste Zeit auf uns gestellt. Aber seit dem UCA-Beitritt können wir mit Menschen von überall her kommunizieren. Wir haben viel von ihnen gelernt. Sie von uns, denke ich. Noch nie haben wir uns so eingebunden gefühlt. Und naja, die Leute haben auch von dir erzählt. Von deinen unglaublichen Taten.
Ein Teil von mir kann immer noch nicht glauben, dass es dich wirklich gibt. Und du wirklich durch die Hölle gehst, damit wir über die Runden kommen. Tut mir leid, du musst bestimmt weiter. Du sollst nur wissen, dass du hier stets willkommen bist. Warum ruhst du dich nicht aus, ehe du gehst? Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Ausruhen hört sich auch gut an. Warte mal. Da ist schon wieder meine Waffe nicht da, wo sie hingehört. Seit wann Waffenhalterung? Ich wollte gerade sagen. Gut. Es geht aber in den privaten Raum. Da, wo der Part gestartet hat, enden wir den Part auch wieder. Ja, ich will jetzt auch verstärkt hauptsächlich Hauptquests machen. Und dann, ich weiß ja nicht, wie viel noch kommt. Aber vielleicht sind wir gut dabei. Ja, ich verabschiede mich dann schon mal bei euch. Ich sage danke fürs Einschalten, danke fürs Feedback und für eure Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Guten Morgen, Sam. Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit.